Meine lieben Freunde, in meiner Reihe Kellerkinder – unbeachtete Perlen der Webliteratur habe ich es meist mit Einzelkämpfern zu tun, die sich gegen Vernunft, Logik und Wissenschaft stemmen, um uns die Wahrheit zu verkünden. Oder um uns wenigstens vor Echsenmenschen und satanischen Strampelanzügen zu warnen. Ein weiterer Don Quixote aus dem Tümpel der Verschwörungsaufdecker ist der Landwirt D. Aus Gründen des Personenschutzes kann ich seinen Namen nicht nennen und habe auch im folgenden Text alle Namen von Personen und Orten entfernt. Sie finden, wie üblich, im Anhang den Link zur Originalseite. Der Landwirt D. kämpft tapfer gegen Illuminaten, die ihm Böses wollen. So wurden ihm Anfang des Jahres 2014 im Namen der neuen Weltordnung zwei Stallhasen beschlagnahmt. Stallhasen? Doch Landwirt D. weiß, die Bundesrepublik Deutschland existiert ja gar nicht, und so schreibt er einen geharnischten Brief an die Privatfirma Landratsamt L. und deren Angestellten. An Firma Landratsamt L. Sie werden hiermit verpflichtet, unverzüglich Ihrer vorgesetzten Geschäftsführerin Frau X eine Kopie dieses Schreibens vorzulegen. Meine Zeichen. MD Terror. Bitte immer beim Korrespondenz angeben. Ihr Tierdiebstahl vom Protest, Zurückweisung, Auskunftsverlangen, Termin, Kostennote, konkludente Vereinbarungen, Strafanzeige, Generalstaatsanwalt am Internationalen Staatsgerichtshof, Plünderung nach Artikel 46 Haager Landkriegsordnung, Völkerrecht. Ja, wenn es um zwei Stallhasen geht, kann man nicht übertreiben. Sehr geehrte Frau Y., bezugnehmend auf Ihr selbst angezeigtes illegales Eindringen und Ihren Tierdiebstahl, welchen ich nach rechtlicher Würdigung des Erscheinens Ihrer Person, Ihrer Art des Auftretens, Ihren Äußerungen als weiteres unerwünschtes Geschäftsangebot erkannt habe. Der Satz geht nicht mehr weiter. Sie haben, Frau Y., mit Ihrem Tierdiebstahl eine konkludente Vereinbarung über die Entrichtung eines Schadenersatzes in Höhe von 3 Millionen Euro, in Worten 3 Millionen, an mich für Ihre Menschenrechtsverletzung geschlossen, gemäß den Aushängen an meinem Briefkasten und an der Stalltüre. Sie erhalten daher in der Anlage dieses Schreibens die entsprechende Abrechnung des konkludenten Schadenersatzes für Ihre Menschenrechtsverletzung in Höhe von 3 Millionen Euro zu Ihrem Ausgleich innerhalb einer Woche. Ich habe also, wie oben erwähnt, Ihre Aktivitäten als Geschäftsangebot von Ihnen an mich erkannt. Dieses Geschäftsangebot von Ihnen kann ich hiermit höchstens unter folgenden Voraussetzungen annehmen. Erstens. Sie erbringen mir Ihre amtliche Legitimation. Sie weisen darin in notariell beglaubigter Form nach, wofür, wie, wodurch und von wem Sie Rechte zur Vornahme hoheitlicher Handlungen übertragen bekommen haben. Gleichzeitig weisen Sie in notarieller Form nach, auf welchen Staat Sie vereidigt worden sind. Zweitens. Sie erbringen eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde der Bundesrepublik Deutschland. Drittens. Sie erbringen eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde des Landes Baden-Württemberg sowie der des Landratsamtes L und des Landkreises L. Viertens. Sie erbringen eine notarielle Beglaubigung der Gründungsurkunde des Polizeipräsidiums F und dessen Außenstelle L. Fünftens. Sie erbringen einen notariellen Nachweis über die amtlich-hoheitlichen Befugnisse des Tierschutzvereins R. Sechstens.
Sie erbringen einen notariellen Nachweis darüber, dass das Tierschutzgesetz in der BRD Gültigkeit besitzt, wann es in Kraft getreten ist und dass das Tierschutzgesetz, das im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland festgelegte Zitiergebot, nicht verletzt wird. Siebtens. Sie erbringen einen notariellen Nachweis, was auch sonst, über Ihre amtlich-hoheitlichen Befugnisse, dass Sie mir ohne entsprechende urkundenrechtsgültige Beschlüsse, Urteile eines gesetzlichen staatlichen Gerichtsrichter mittels eines nicht amtlich handgeschriebenen Fresszettels ohne jedwede ordentliche Form Eigentum von meinem Liegenschaft, meinem Grundstück, meinen Stallungen entnehmen dürfen. Bitte beantworten Sie diese Frage. Sind Sie Mitglied einer Sekte, wie Scientology oder ähnliches, oder Mitglied einer Loge, einer geheimen Gesellschaft, wie Freimaurer, Rotary Lions Club? Der geheime Lions Club, ne? Wenn ja, dann bei welcher? Haben Sie ein Common Purpose Seminar besucht? Wenn ja, welches? Hiermit weise ich zunächst Ihren Vorschlag der Tierplünderung bis zur vollständigen Beantwortung oben angegebenen Auskunftsbegehrens ab. Auch weise ich Ihr nach derzeitigem Wissensstand vorgenommenes widerrechtliches Betreten meines Hofes, den Anlagen sowie das Eindringen in meine Betriebsgebäude zum Zwecke des Tierdiebstahls unter Begleitung bewaffneter Uniformierter als ungesetzlich und unrechtmäßig. Bis dahin zurück. Hier erfolgen meinerseits dann noch entsprechende Schadenersatzforderungen. Sollten Sie Ihre Amtlichkeit nicht befriedigend nachweisen können. Ebenso werden diesbezüglich separat gegen die bewaffneten Uniformierten Firma Polizei bereits von mir Schadenersatzforderungen vorbereitet. Da es offenkundig ist, dass diese widerrechtlich handelten. Hinsichtlich des Geschäftsverhältnisses weise ich Sie auch darauf hin, dass Ihr Unternehmen, Ihre Firma, mir gegenüber bereits in Millionenhöhe mit Zahlungen im Rückstand ist. Auch sind die mir meinem Betrieb zustehenden Zahlungen, EU, sowie diverse Miet- und Schadenersatzkosten überfällig. Ja, bis hierhin alles nachvollziehbar und vernünftig. Ferner behalte ich mir vor, bei Nichtvorlage der geforderten Unterlagen nach der rechtlichen Grundlagen Strafantrag, Strafanzeige, Strafverfolgung wegen Rechtsbeugung, Nötigung und Erpressung beim Internationalen Strafgericht gegen Sie einzuleiten. Ich gebe Ihnen hiermit Gelegenheit, dieses innerhalb einer angemessenen Frist von 72 Stunden ab Faxzustellung zuzüglich 2 Tagen Postlaufzeit unter Eid und unter unbeschränkter Haftung zu erbringen. Sollte dies nicht erfolgen, gehe ich davon aus, dass Sie selbst privat und vertragsrechtlich und Ihre Firma oder Sie etc. nach Firmen- und Vertragsrechts als Unternehmen, Handelsrecht UCC HGB handeln und arbeiten oder für solche im Auftrag handeln, da Sie oder übergeordnete Entitäten in internationalen Verzeichnissen als solche und damit gewerblich gelistet sind. Hat das jeder verstanden? Nutzen Sie diese Frist nicht oder erbringen Sie nicht die geforderten Beweise und widerlegen letztere Tatsachenannahmen nicht rechtskräftig und oder unvollständig oder nicht in dieser Frist, gilt dies sowohl als Ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zu oben genannten Tatsachen und Annahmen mit allen daraus folgenden Konsequenzen, als Ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zu einem privaten kommerziellen Pfandrecht in Höhe von 6 Millionen Euro. 6 Millionen Euro, in Worten 6 Millionen, meinerseits Ihnen persönlich gegenüber Haftung nach
Paragraph 823 BGB. Ja, das ist, eine super Sache. Als Ihre unwiderrufliche und absolute Zustimmung zur Publikation dieser Notiz in einem von mir freibar wählbaren internationalen Schuldnerverzeichnis und zur Publikation in den freien Medien, als Ihren unwiderruflichen und absoluten Verzicht auf jegliche rechtliche und anderweitige Mittel. Sollten Sie den vorstehend genannten Betrag von 6 Millionen Euro nicht auf einmal bezahlen können, setzen Sie sich bitte unverzüglich mit mir wegen der Vereinbarung einer Ratenzahlung in Verbindung. Hierdurch entstehen weitere Kosten. Sie sind, Frau Y., für allen Schaden, welchen Sie dadurch verursachten, gemäß Handelsrecht HGB und BGB privat und persönlich haftend und verantwortlich. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass dieses heutige Schreiben und die hier angekündigte Stellungnahme, genau wie alle übrigen Aufwendungen meinerseits, welche Sie durch Ihre unrechtmäßigen Vorgehensweisen mir gegenüber ohne gültige Rechtsgrundlagen verursachen, für Sie kostenpflichtig ist. Sie finden hierzu in der Anlage meine heutige Kostennote. Jedes weitere Ihrer Schreiben ohne Nachweis hoheitlicher Befugnisse und gültiger Rechtsgrundlagen wird ebenfalls von mir kostenpflichtig, Kostennote, abgerechnet, sowie jeweils mit einer zusätzlichen Schadenersatzsumme in Höhe von jeweils 3 Millionen Euro belegt, für deren Zahlung Sie sich hiermit verpflichtend pfandrechtlich unterwerfen. Gesetzesgrundlage hierfür ist das BGB sowie meine bei Ihnen bereits aktenkundige, konkludente Vereinbarung. Bei jeder zukünftigen Verletzung meiner Grund- und Menschenrechte treten Sie und jeder Ihrer Mitarbeiter in beigefügte, konkludente Vereinbarung ein und erklären sich damit einverstanden, für jede Verletzung dieser Grund- und Menschenrechte jeweils 10 Millionen Euro zu zahlen. Lalalalalala. Da Sie unter anderem von mir bereits Rechnungen, offene Forderungen, vorliegen haben und die Höhe dieser Forderungen gegen Sie bereits eine kritische Höhe erreicht hat, bitte ich Sie mir gleichfalls mit gleicher Fristsetzung eine Vermögensübersicht zuzustellen, die genügende Auskunft über Ihre Zahlungsfähigkeit beinhaltet, siehe Anlage. Ich behalte mir vor, ebenso eine Schufa-Auskunft einzuholen. Dafür muss man Schufa-Mitglied sein, übrigens. Vielen Dank für Ihren Auftrag. Mit freundlichen Grüßen, Landwirt D. Uff. Ja, also, meine lieben Freunde, mal 3 Millionen hier und 6 Millionen da. Menschenrechtsverletzung durch die Beschlagnahme von 2 Stallhasen und daher Anrufung des Internationalen Gerichtshofes. Verschwörungsaufdecker haben es nun wirklich nicht einfach, ernst genommen zu werden. Ich frage mich, warum eigentlich?